Der Enter-Torpedo von euch ist gelandet. Irgendwo in der äußeren Haut des Schwarmschiffes, die schützende Hülle durchbrochen, mehrere Meter dick. Ihr habt es gehört, wie es wässrig geflatscht hat und ihr nun irgendwo in den Innereien direkt in der Leere steht. Was wollt ihr tun? Rüstung auf jeden Fall voll versiegeln. Vielleicht sind wir dem Vakuum ausgesetzt, Brüder. Ja. Rückt aus und sichert den Gang. Schauen wir, mit was wir es hier zu tun haben. Dann würde ich tatsächlich als erstes mal schauen, ob ich was bemerke oder sehe und gehe dann langsam vorwärts. Der Enter-Torpedo geht nur sehr langsam und schmierig auf, gerade wenn du ihn aufdrückst mit aller Gewalt, mit aller Brutalität. Kannst du auch merken, wie die irgendeine Suppe um die Füße herumläuft und da scheint wohl entweder Blut oder Sekret, irgendwelche Stückchen, die wohl noch darin schwimmen, dir entgegenkommen und von der Decke, von den Wänden schnalzt irgendwie und du kannst auch irgendwie Sehnen erkennen. Du stehst in einem großen Tunnel und wenn du dann nach draußen trittst, das hat eher was mit einer Arterie oder mit einem Muskel zu tun. Du siehst, wie er sich expandiert, kontrahiert. Und es beunruhigende Geräusche um euch herum gibt. Keine Besatzungsmitglieder, keine Hormaganten oder Termaganten, keine Krieger, die ihr erkennen könnt. Steht einfach nur im Nirgendwo zwischen rotem und schwarzem Blut. Und wenn ihr dann nach und nach nach draußen tretet und auf diesem merkwürdig fleischigen Boden steht, könnt ihr auch sehen, wie sich der Torpedo durchgebrannt hat und ja, dieses Schwarmschiff direkt wieder verschlossen wird durch merkwürdige Sekrete, die dort jetzt eben entlang fließen und jetzt auch fassen, die diesen Torpedo jetzt auch leicht angreifen, das Metall, was da so ein bisschen umschlossen wird und es leicht dampft. Na dann, habt ihr eine biologische Analyse, in welche Richtung wir vorrücken sollten? Ich muss diese Biomasse erst einmal scannen. Schauen, ob ich das mit irgendeiner unseren System bekannten organischen Struktur vergleichen kann. Dann kann ich vielleicht herausfinden, in welche Richtung wir müssen. Nun, in dem Fall liegt ja vor uns. Vielleicht warten wir so lange hier und ihr schaut, ob ihr eine Richtung vorgeben könnt. Betrachtet euch den Gang. Schaut, dass uns nichts hinterrücks erwischen kann. Jawohl. Ja, und so betrachte ich mir die Wände aus organischem Material, die uns gänzlich umschließen. Beschaue mir diese Adern und was da durchfließt und möchte das einmal kennen. Versuchen mit ja, meinen Werkzeugen und auch mit meinem Diagnosehelm, weil es sich ja um irgendein organisches Material handelt, das näher zu betrachten. Was möchtest du da von mir haben? Medizin, verbotenes Wissen, Xenos? Wuchsvollen Medizinwurf, also plus null. Okay, mein Diagnosehelm gibt mir eine minus 10, also würfel ich auf die 74. 74. Richtig, ich habe eine Klugheit von 64. Ja, was du schon erkennen kannst, während du den Scan anwirfst, du betrachtest dir die angezeigten Dinge auf deinem Helm, das können die anderen selbstverständlich auch bemerken. Die Temperatur um euch herum, auch wenn ihr irgendwo in der Leere seid, sie ist irgendwo bei 250 Grad Celsius. Also es ist brutal heiß um euch herum. Normales Wasser würde hier selbstverständlich kochen. Ihr könnt die Hitze dann auch unter euren Servorüstungen spüren, wie langsam dann der Schweiß zusammenläuft, auch das Kondenswasser, das dann irgendwann in eurem Halm aufsteigen wird. Alles um euch herum ist dunkel. Es ist absolut stockfinster, auch wenn eure Helme da eben funktionieren und eure Augen zusätzlich, sodass ihr mit der Schwärze eben kein Problem habt. Ihr braucht da keine Lichtquellen, aber es ist eben alles dunkel. Und du siehst eben, wie alles um dich herum feucht rot ist oder purpurfarben. Es klebt. Dieser Tunnel, in dem du gerade stehst, es ständig läuft Flüssigkeit entlang, macht beunruhigende Geräusche. Einige winzige Organismen, die unter deinen Füßen entlang krabbeln, die sind Käfer groß, würdest du sagen,
aber sehen schon mal so aus wie kleine Hormaganten, würdest du meinen. Auch wenn die nicht ganz so ausgebildet sind und selbstverständlich keine. Ja, du guckst nach. Nein, es sind keine Hormaganten, das sind keine Käfer. Es ist die lebende Munition, die dann normalerweise in ihren Körpern gebildet und dann verschossen wird. Die krabbeln hier überall herum. Und ja, du betrachtest noch einmal das, was dein Helm dir ausspuckt. Du bist dir nicht ganz sicher, wo du bist. Es ist alles fremdartig. Jede Richtung könnte die richtige sein. Ja, der Wurf gefällt mir nicht ganz. Ich glaube, das ist ein gut investierter Schicksalspunkt. Dann die 77 einmal neu, 37. Dann hast du auch ein paar Erfolgsgrade. Und du haust noch einmal gegen den Helm, versuchst so ein bisschen die Maschinengeister miteinander zu kalibrieren. Den Helm, den du genommen hast, war natürlich nicht mit dem Maschinengeister in der Rüstung abgestimmt. Aber wenn du dann nochmal eine segnende paar Worte zum Imperator sprichst, oder aber zu deinem eigenen Genvater, sodass er dir helfen möge, auch wenn er eben verschollen ist, aber. Nachdem du dich so ein bisschen umhergetastet hast in dieser Flüssigkeit, bist du wohl der Meinung, ja, ihr seid in irgendeinem Muskel und der Torpedo selbst gibt die Richtung ab, in die ihr müsst. Ihr könnt euch jetzt entweder durchschneiden und dann euch quasi, ja, entweder mit euren Schwertern durch die Wände hacken, das funktioniert, oder aber ihr geht entlang des Weges, entweder rechts oder links, also entlang der Adern. Denn die Muskeln würden euch auf alle Fälle in eines der Organe führen, wenn ihr dann irgendwann ankommt. Brüder, ich würde vorschlagen, dass wir uns zügig vom Einschlagsort entfernen. Das wird eine Reaktion geben. Dann gebe ich euch recht. Ich habe eine Richtung, die wir eingeschlagen können. Im Hinterkopf können wir behalten, dass wir uns nötigen Fallens einfach durch diese Materie hindurchschneiden können. Sie ist nicht stark genug, um unseren Waffen zu widerstehen. Wir folgen diesem Muskel. Er muss zu einem Organ führen. Und diese Ader, sie ist außerordentlich groß. Sie scheint wohl eine biologische Waffe zu beinhalten. Geschosse, die sie verwenden können, zu etwas, was ich nicht genauer identifizieren kann, ihre Auswirkungen. Gut, aber wir sollten uns aufmachen, und zwar zügig. Richtig. Nehmen wir ja, Formation an. Ich gehe direkt als Zweiter hinter Tordal. Ich und Wilhelm bilden die Mitte. Dann werde ich wohl unseren Rücken sichern. Schließlich bin ich im Fall der Fälle schnell an euch vorbei. Dann werde ich nach vorne weggehen mit gezogenen Waffen. Wenn ihr euch bewegt, dann merkt ihr auf alle Fälle, dass eure Fremdartigkeit in diesem Schwarmschiff nicht geduldet wird. Ihr müsst auf alle Fälle ein bisschen mehr Energie benutzen, auch wenn die Gravitation hier so ein bisschen merkwürdig ist. Ihr seid zum einen beeinflusst durch die Planetenoberfläche und deren Gravitation, als auch durch die Gravitation des Inneren des Schwarmschiffes, sodass es dann eben sehr viel Schwankungen gibt. Und ihr teilweise dann eben auch mal die Richtung des Ganges ändern müsst, sodass ihr dann einmal auf der Seite lauft und einmal auf der Decke. Je nachdem, auf welcher Art und Weise ihr dann eben dem Planeten oder der Gravitation selbst ausgesetzt seid. Und ihr folgt der Richtung, die Gabriel angesagt hat, schneidet euch nicht erstmal hindurch und verlasst so dann die Einstoßstelle mit dem Torpedo. Ihr folgt dem Ganzen, ihr würdet sagen, grob eine halbe Stunde, bis sich dann der Gang, der Muskel vor euch öffnet. Ein windender Tunnel, und die äußeren Schichten seid ihr dann durchgewandert und könnt dann sehen, wie ihr vor einer großen, milchig-grauen Flüssigkeit steht, die den Gang vor euch dann umdeckt. Und da hier so ein kleiner See ja, vor euch steht. Ja, seid ihr in der Lage, was auch immer das hier ist, zu identifizieren? Sieht seltsam aus. Könnte das keine sein? Idee. Die Abscheulichkeit des Pies sein, so eine Art Blut. Aber es könnte sich um eine Art Verdauungsstruktur handeln. Und enthält sie vielleicht Säure? Da sollten wir aufpassen. Sein Zweck kann uns gleich sein. Unser Auftrag ist, es zu vernichten. Nun, wir sollten uns vor möglichen Gefahren schützen. Unsere Mission ist das Ziel. Aber wenn dieses Zeug uns
auflösen kann, ist das Ziel gefährdet. Ich denke, wir sollten uns auch mit Zerstörungen am Anfang etwas zurückhalten, da das eine Reaktion hervorrufen wird. Wenn wir erst einmal in die wirklich primären Gegenden vorgedrungen sind, da können wir dann den Zorn des Imperators entfesseln. Gabriel, gib mir nochmal einen Medizinwurf, bitte. Okay. Ihr könnt erkennen, dass wohl in der Mitte der Flüssigkeit das ein oder andere Mal eine Insel aufragt. Und ja, dort steht wohl so etwas wie, es sieht aus wie eine Lunge. Auch wenn ihr selber keine Mediziner seid, aber erkennen könnt ihr es wohl allesamt. Das sind so Lungenbläschen. Ob so ein Ding in der Leere eine Lunge braucht, wisst ihr nicht. Aber es werden auf alle Fälle eine ganze Menge an rhythmischen Zusammenzuckungen Sporen ausbringen, die dann ins Innere des Schiffes oder aber nach außen geschleudert werden. Eure Orientierung verlässt euch so ein bisschen. Ihr wisst nicht genau, wohin das Ganze geht. Gibt es jemand von euch, der sonst Technik hat? No, sir. Wir haben zwar keinen Tech Marine dabei, aber vielleicht kennt sich ja trotzdem jemand davon aus. Sonst könnt ihr mir alle einen Wurf auf halbe Intelligenz machen. Okay. Darf ich sogar. Ja, du hast mir aber schon deinen Medizinwurf gegeben. Ich schaff's aber auch. Alles klar. Ich bin raus. Mit meiner 80 bin ich weit raus. Aber Bruder Arminius hat eine Vermutung. Du bist der Meinung, ja, das sind lungenartige Säulen, die hier nach oben ragen, aber das wird wohl mit den Sporen und diesen Zuckungen wird das höchstwahrscheinlich nichts für die Lunge sein, sondern vielmehr etwas für den Schild, für den Sporenschild. Sprich, wenn ihr diese Dinger hier vernichten würdet, was selbstverständlich Aufmerksamkeit auf euch zieht, dann würdet ihr allerdings den Sporenschild des Schwarmschiffes zerstören. Eine Beeinträchtigung dieses Organs würde es der Hammer von Scintilla erleichtern, das Schiff von außen anzugreifen. Ich würde empfehlen, dies durchzuführen. Wir können unsere Mission bisher nicht garantieren. Allerdings, wenn wir dieses Organ vernichten und vielleicht noch ein, zwei weitere, könnten die Kameraden von außen den Job zu Ende bringen, sollten wir nicht in der Lage sein. Dies ist ein primäres System. Ein Angriff wird eine schnelle und entschiedene Reaktion auslösen. Dies wird unser Primärziel in Gefahr bringen. Wir wollen dieses Schiff im Ganzen ausschalten und wenn es wirklich ein organisches Wesen ist, dann gibt es hier auch einen kognitiven Abteil. Und wenn wir unsere Ressourcen dafür nutzen, diesen gezielt anzugreifen, so ist es egal, welche anderen Organe hier noch vorhanden sind. Sie werden nicht mehr funktionsfähig sein, unorganisiert. Ja, wir richten uns ganz nach eurem Wunsch. Ihr seid der Experte. Ihr kennt die Weisheit in euren Worten. Und selbstverständlich haben wir euch erwählt. Dann sollten wir weiterziehen und nicht länger hier uns diesen abscheulichen Organ aussetzen. Bruder Gabriel, aus welchen Materialien soll denn deine Probe bestehen, die du nehmen sollst? Sie muss die Biosaat enthalten. In einem informationsreichsten ist ein Stück vom kognitiven Gewebe selbst. Das sollte alle nötigen Informationen enthalten. Okay, also direkt am Primärziel dann. Richtig. Ja, dann wieder die Frage, wohin ihr mögt. Vor euch liegen, wie gesagt, dieser kleine See. Ihr könntet euch vorbeitasten von Insel zu Insel, ohne dass ihr diese Lungensäulen beschädigt. Oder aber ihr schneidet euch wieder einmal oder zum allerersten Mal durch die Arterien hindurch auf den nächsten Grund, auf den nächsten, ja, auf das nächste System. Und da wir uns ja gerade eben schon dazu entschieden haben, erstmal keine Aufmerksamkeit erregen zu wollen, ist wohl ein Vorbeitasten die Order des Tages. Okay, dann gib nochmal bitte alle einen Geschicklichkeitswurf. Das sollte keine Schwierigkeit sein. Das habe ich schon oft gesagt. 7. Das ist die 2. 29. 24. Ah, sieht gut aus. Müsste aber auch geklappt sein, ne, bei Gabriel? Ja. Sehr gut.
Ja, dann könnt ihr euch von Insel zu Insel tasten, könnt auch einmal kurz an den Sporenkanälen stehen bleiben, die wie gesagt nach unten pumpen und nach außen hin zur Leere. Ihr seid der Meinung, dass ein einziges Boltgeschoss sicherlich die Zerstörung bringen würde, da braucht ihr gar keine Frackgranaten für. Aber selbstverständlich, die Zerstörung, die ihr anrichtet, würde sicherlich Hormaganten herbeiholen oder was auch immer dieses Schiff ausspuckt gegen euch im Inneren, haben sie unendlich viel Potenzial. Und tatsächlich könnt ihr sie auch erkennen. Wenn ihr euch anstrengt, könnt ihr sie an der äußeren Seite erkennen. Dort sind sie wohl eingeschlossen. Direkt in den Muskel hinein könnt ihr erkennen, es sind fast unsichtbar, fleischige Barrieren. Wenn ihr die Haut hier zerschneidet, seht ihr im Inneren eingebrütet Tyrannidenkrieger, die hier passiv und schlafend warten auf ihren Einsatz oder zur Verteidigung. Diese Kampfformen zu vernichten, könnte es vermeiden, dass sie aktiviert werden, um uns in den Rücken zu fallen. Ekelhafter Abschaum, aber wie wir wissen, ist das ein kognitives Bewusstsein. Wenn wir einen von den abschlachten, machen wir alle auf uns aufmerksam. Ich muss Bruder Gabriel zustimmen, obwohl es mir schwer fällt, die Tyranniden zu verschonen. Dies wird früher oder später passieren. Und dann diese Kampfformen aus der Gleichung genommen zu haben, wird uns zugutekommen. Nun, was haltet ihr davon, wenn wir einfach eine Art Sprengfalle aufstellen? Sie werden erwachen und in diese Falle tappen und wahrscheinlich in einem Feuerball implodieren. Konnte man Astartes-Granaten nicht auf ihr mit einem Stolperdraht versehen? Warum nicht? Also würde ich zulassen, selbstverständlich. Kennt sich jemand von euch mit Sprengstoff aus, Brüder? Tatsächlich nicht besonders. Wenn ich Fallen aufgestellt habe, bis jetzt war dies nicht mit Sprengstoff. Nun, das ist eine recht einfache Falle. Es sollte keine Schwierigkeit sein. Ja, dann machen wir das. Wir spannen einfach einen Draht davor, kleben eine Sprenggranate dran und gehen weiter. Ja, Sprengstoffgebrauch. Einmal bitte würfeln. Habe ich nicht. Geht auf die Hälfte. Dann die Hälfte, ja. Auch wenn es keine Grundfertigkeit ist. Das ist damit nicht gelungen. Ich glaube, ich habe einen Dorf, vielleicht zwei. Ja, aber das zählt ja nicht hier als anspruchsvoll oder so. Da kriegt ihr ja noch Punkte. Ja, na gut, da hast du mich überzeugt. Auch die Feindseligkeit. Also mit der 20er Erleichterung schaffe ich. Ja. Also ich gebe euch eine Erleichterung, aber ihr habt auch eure Panzerhandschuhe an und das gibt auf Fingerfertigkeit, gibt es auf alle Fälle einen Malus. Also doch, ich will das jetzt Punkt haben. Also den Malus von Fingerfertigkeit gibt es nur, wenn wir Ausrüstung führen, die nicht für Astartes geeignet ist. Und die Granaten sind es ja. Also da würde ich den Malus nicht geben. Okay, sicher. Ja, und vor allem. Ich dachte, du kriegst immer. Nee, das ist genau der Sinn dieser Astartes-Ausrüstung. Manuelle Geschicklichkeit. Minus 10. Genau. Würfel, die manuelle Geschicklichkeit erfordert, außer bei Verwendung von Spezialwechseln. Okay, na gut, dann ist das tatsächlich ausgenommen. Deswegen sind alle unsere Dinge ja so schrecklich riesig. Aber die Umgebung ist natürlich tatsächlich extrem feindlich und wahrscheinlich ist der Boden auch ab und zu mal in Bewegung. Also das ist nicht so ohne da diese Falle zu legen, ne? Ich glaube aber die Gefahr... Schatzpunkt, dann lass es zu. Okay, du sollst ihn haben. Gut, dann musst du nicht neu würfeln, wenn es dann eben nur die 2-3 Punkte sind, dann gebe ich dir nachträglich die 10 und du kannst dann eben einen Stolpermechanismus so herrichten, dass für so eine zweite Frackgranate kannst du nicht nur die 3 Tyrannidenkrieger, sondern eben auch die Lungensysteme zerstören. Auf jeden Fall. Ja, die Frackgranate gebe ich ihm, damit er nicht 2 opfern muss. Okay, eine von jedem. Alles klar. Dann könnt ihr das System so herrichten und sollten die aktiviert werden, lösen sie Frack aus, zerstören sich selbst und die Lungenkanäle. So haben wir definitiv beide Probleme gleichzeitig gelöst. Die Feinde, die nicht erwacht sind und das Alarm auslösen in dem Moment, wenn wir sie töten. Und wenn sie nicht erwachen und die Falle nicht auflösen, haben wir vermutlich unser Primärziel erfüllt. Und es ist nicht mehr wichtig. Genau das. Ja, das war ein guter Einwand. Dieses Organ scheint mir doch einer Lunge gleich oder der Aufgabe einer Lunge gleich. Wenn ich mich nicht täusche, müssen hier auch die Anhaltspunkte sein, wie wir zum kognitiven Bereich kommen. Jedes Organ muss damit verbunden sein. Musst du irgendwelche Untersuchungen durchführen, Bruder? Ja, ich
Willst du mir das einmal beschauen? Gib mir einen Augenblick. Haltet mir den Rücken frei. Ja, ich sichere in alle möglichen Richtungen. Ja, besonders unangenehm ist es für dich natürlich, wenn du diese schlafenden Tyrannidenkrieger erkennst. Normalerweise der infernalische Hass gegen alles Lebende sorgt ja eben auch für deinen eigenen Hass. Vor allem, weil du von McCrack kommst und weil diese Tyranniden so ekelhaft auf deinem Planeten Krieg geführt haben. Besonders verabscheuungswürdig. Und du bist jetzt eben dazu gezwungen, dass du nicht schießen darfst, auch wenn sie mit einem einzigen Schuss in ihren kleinen ekelhaften Kopf erledigt werden. Ja, das ist wirklich hart. Aber ich denke an meinen Primarchen und sage, die Taktik und das Primärziel ist wichtiger als die kurzzeitige Befriedigung. Ja, wenn das einer kann, dann ein Ultramarine. Ja, Gabriel, mit deinem Medizinwurf bekommst du keine weiteren Informationen. Du kannst natürlich noch die Adern abtasten, die hier in verschiedene Richtungen gehen. Du siehst auf alle Fälle, wie weitere Gänge hiervon abzweigen, aber in welche Richtung du an sich musst, weißt du nicht. Nein, viel zu fremdartig. Ich denke, wir müssen hier mit einer anderen Methode durchmarschieren. Ich kann mich umschauen, ob ich irgendwelche Spuren vielleicht finde, die vielleicht eine Art Leitgefisch hat, was eventuell zu deinem System automatisch gehen würde. Wenn ihr meint, das würde helfen. Wenn ich würde ich voll auf euer Instinkt vertrauen. Hemmst du hier? An was für Spuren hast du gedacht? Vielleicht gibt es sowas Ähnliches hier. Ich habe keine Ahnung von so viel Medizin, aber soweit ich weiß, gibt es in unseren Körpern sowas wie Blutpartikel oder sonst was, die immer zu den Hauptorganen fließen. Oder davon weg. Das ist halt das Problem, ne? Richtig. Aber können wir anhand des Blutes irgendwie herauskriegen, ob es von dem Primärorgan kommt oder dorthin? Vielleicht, weil es weniger Sauerstoff hat oder so? Ja, das ist das Problem. Es ist halt kein richtiges Blut, ne? Es ist ja eher Sekret. Also Tyranniden sind ja mehr insektenartig und brauchen sowas wie einen Blutzirkulus gar nicht. Also es gibt zwar Flüssigkeit und die ist mal schwarz oder mal rot, aber das ist eher sekret. Auch gerade wenn du mal mit dem Handschuh drüber fasst, sie ist halt schmierig. Und eine richtige Aufgabe verführt das hier wohl gar nicht richtig, aber ihr könnt gerne mal auf Spuren lesen würfeln. Ja, voll. Auf Spuren lesen kriegen wir als Specimen, glaube ich, einen Bonus, oder? Nein, damit muss man erstmal nur. Gute Frage. Weiß ich nicht. Also, was ist denn nochmal? Wenn Thor da seinen Helm abnimmt, auf alle Fälle. Ja, aber ich habe meinen Helm nicht ab und stimmt, das wird sein. Also selbst wenn wir einen kriegen, der Helm macht uns dann wieder marig. Richtig. Und wie gesagt, kann man sich natürlich überlegen, mir ist das egal, nehmt den gerne ab, aber bisher habt ihr ihn auf. Torda kniest sich ein bisschen ab und ja, Blut ist das nicht, aber auf alle Fälle der beste Hinweis, den ihr habt. Viele lebende Munition oder diese Sporenkapseln, kleine Käfer, die in einen der Gänge führen und allesamt laufen sie in die richtige oder in die gleiche Richtung. Ob das die richtige Richtung ist, weißt du nicht, aber das ist der beste Hinweis, den du hast. Du kannst sehen, wie sie aus den verschiedenen Gängen krabbeln. Eben ist es in diesem ganzen Zucken gar nicht so aufgefallen, aber wenn du dich jetzt konzentrierst und ja, die wollen alle in eine Richtung. Ja, aber wäre das nicht eigentlich unlogisch, lebende Munition zum Gehirn zu bringen? Die müssten doch eher nach außen gebracht werden. Ich kann dir nur das sagen, was ich hier beim Umgehen und beim Beobachten oder beim Analysieren sehe. Aber ja, ihr habt schon nicht Unrecht. Von der Logik aus. Aber wenn... Ja, aber was auch immer am Ende dieses Munitionswerfers ist, sollten wir ebenfalls vernichten. Dieses Biest scheint sich darauf zu konzentrieren, Munition herzustellen. Und dies die ganze Zeit, wenn wir der Quelle folgen und schauen, woher das kommt, welches Organ dafür verantwortlich ist, dann werden wir vielleicht auch Anhaltspunkte zum Gehirn finden. Das scheint mir auch die bessere Richtung zur Quelle der Munition und nicht, wo die Munition hingeliefert wird. Dann geht voran. Werde ich wohl mal schauen, wo diese Biester herkommen.
Dann wende mich dann in die Richtung, in die Munition herkommt.